Ja, einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich begrüße Sie herzlich zur Tagung der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, Humanistische Kritik am Transhumanismus. Ja, etwas salopp formuliert könnte die Frage dieser Tagung vielleicht auch lauten: Sind Transhumanisten Bösewichte? In dem Thriller Inferno von Dan Brown, einem amerikanischen Bestsellerautor, der wochenlang die Spiegel-Bestsellerliste anführte, ist der Bösewicht Bertrand Sobrist ein Transhumanist. Wobei am Ende aber durchaus in Frage zu stehen scheint, wie böse dieser Bösewicht wirklich ist. Sobrist ist ein genialer Genforscher. Ausgehend von der sogenannten Malthusianischen Katastrophe und einer populationsapokalyptischen Gleichung befürchtet er das baldige Aussterben der Menschen durch Überbevölkerung. Dantes Weg durch die Hölle in der göttlichen Komödie dient ihm als Folie in dem Thriller, die zeigt, was uns erwartet, wenn der Kampf ums Überleben auf unserer Erde ausbricht. Der Transhumanist Sobrist sieht es nun als eine moralische Pflicht an, die Menschheit vor ihrem Untergang zu retten. Er erschafft einen besonderen Virus, nicht nur so einen kleinen Magen-Darm, nicht, sondern jetzt einen richtigen, einen viralen Vektor, der sich durch die Luft verbreitet und die menschliche DNS modifiziert. Sein Pathogen verbreitet sich innerhalb von einer Woche über den ganzen Planeten. Durch Zufallsauslese ist von nun an circa ein Drittel der Menschheit unfruchtbar. Durch Zufallsauslese. Bei den anderen zwei Dritteln wird der Virus nicht aktiv. Die Direktorin der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Sinski, also im Roman, sowie Dan Browns Held Robert Langdon, haben etwa 750 Seiten lang den Bösewicht Sobrist bekämpft, um am Ende schließlich anscheinend doch seiner Lösung auch irgendetwas abgewinnen zu können. Hier liegt ein typisches utilitaristisches Abwägungskalkül vor. Warum nicht einem Teil der Menschheit die Fruchtbarkeit nehmen, um die Menschheit insgesamt zu retten? Schon am literarischen Beispiel wird deutlich, die Problemstellung, die etwas verklausuliert formuliert humanistische Kritik am Transhumanismus heißt, hat nicht nur akademische, sondern eminente politische Relevanz. Dies umso mehr, wenn man die verschiedenen Technologien in Betracht zieht, um die es den Transhumanisten geht. Der Begriff taucht zum ersten Mal 1957 bei Julian Huxley auf, dem Bruder übrigens von Aldous Huxley, dem Autor von Schöne neue Welt. Und vielleicht darf ich Transhumanismus hier in einer ersten Annäherung heute Morgen so bestimmen. Eine Denkrichtung, die den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Menschen und zur Steigerung seines Glücks eindeutig befürwortet. Und ja, fragen Sie sich, und ich frage mich auch, würden nicht auch Sie Ihre Nachkommen gerne mit einer geringeren Anfälligkeit für Krankheiten und mit einer höheren Lebenserwartung ausstatten? Homo Optimus statt Homo Sapiens? Und was halten Sie von einer Kultur des Organaustausches? Jedes Ihrer unzureichend funktionierenden oder jedes versagende Organ würde durch künstliche Bauteile ersetzt. Homo Kyberneticus. Blinde können wieder sehen, Taube wieder hören, vielleicht Gelähmte wieder gehen. So hört man, fast könnte man hier von einem Transmessianismus sprechen. Und wenn auch das alles nichts nützt, so frohlockt der Transhumanismus, kann vielleicht eines fernen Tages die Ich-Identität einer menschlichen Person komplett auf einen künstlichen Körper übertragen werden. Der Homo Machinus hätte den Tod überwunden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre geistige Leistungsfähigkeit durch neuronale Implantate derart steigern, dass Sie stundenlang an solchen Tagungen der Humanistischen Akademie teilnehmen könnten, ohne auch nur zu ermüden. Auch hätten Sie einen Chip im Kopf, mit dem Sie ohne weitere Hilfsmittel schnell losgoogeln könnten, um zu überprüfen, ob das auch stimmt, was ich und andere hier sagen. Und wäre das nicht wunderbar, wenn währenddessen Ihre komplette Hausarbeit zu Hause von intelligenten Robotern erledigt wird, das Abendessen auf dem Tisch steht, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen. Im Grunde genommen geht es hier heute schlichtweg um die Frage, welche technischen Verbesserungen des Menschen wünschenswert sind und welche nicht. Und abgeleitet davon die Frage, ob diese Entscheidung der individuellen Wahlfreiheit überlassen werden darf oder ob es politischer Regelungen bedarf. Ich wünsche uns heute etwas Aufschluss darüber, ob es humanistische Kriterien
für eine solche Unterscheidung von wünschenswerten und nicht wünschenswerten Verbesserungen gibt, jenseits von Technikfeindlichkeit und Technikvergötterung. In diesem Sinne viel Anregung und viel Vergnügen. Ich darf als erstes heute Morgen Stefan Lorenz Sorgner vorstellen, als ersten Referent. Schön, dass Sie da sind. Auffällig geworden ist Stefan Lorenz Sorgner als Transhumanist, wenn ich das sagen darf, in einem Zeitinterview im letzten Jahr mit dem Titel Hirnschrittmacher für alle. Aber jetzt auffällig geworden nicht als Bösewicht, sondern, wenn ich so sagen darf, als freundlicher Liberaler. Stefan Lorenz Sorgner ist Direktor und Mitbegründer des Beyond Humanism Network, ist Fellow am Institute for Ethics and Emerging Technologies, ein in den USA registrierter Think Tank, gegründet unter anderem von Nick Bostrom. Er hat promoviert bei Wolfgang Welsch und Gianni Battimo, lehrte Philosophie in Erfurt, Jena, Klagenfurt und Erlangen. Seine Hauptforschungsgebiete sind Nietzsche, aber auch die Philosophie der Musik, Bioethik sowie Meta-, Post- und Transhumanismus. Er publiziert im deutschen wie im englischen Sprachraum, aus ersterem ist hervorzuheben, Human-Biotechnologie als gesellschaftliche Herausforderung, 2005 im Alba Verlag, dort ebenso Eugenik und die Zukunft, 2006. Ist Herausgeber zweier Buchreihen, Beyond Humanism bei Peter Lang Publishing und Musikphilosophie im Alba Verlag. Im Alba Verlag ist jüngst eine Sammlung erschienen, ein Sammelband Umwertung der Menschenwürde, Kontroversen mit und nach Nietzsche, herausgegeben von Beatrix Vogel, auch mit einem längeren Beitrag von Ihnen. Und die Herausgeberin hebt dort hervor, dass dieser Band und die ihm zugrunde liegenden Tagung ist eigentlich Herrn Sorgner zu verdanken, weil er auf einer anderen Tagung etwas ganz Aufsehenerregendes zum Thema Menschenwürde gesagt habe. Habe ich nachgelesen. In diesem Sinne würden wir uns glücklich schätzen, Herr Sorgner, wenn Sie heute auch uns heute etwas Anregendes von Ihnen zuhören. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Eine kleine Korrektur. Ja, dieses Buch ist in der Tat, Umwertung der Menschenwürde ist in der Tat einigen Reflexionen von mir gewidmet. Sie gehen zurück auf ein anderes Buch, das ich 2010 publiziert habe. Das heißt Menschenwürde nach Nietzsche. Die Geschichte eines Begriffs, die ist bei der WBG erschienen. Und dort habe ich aus trans- und auch posthumanistischer Sicht die gegenwärtig vorherrschende Konzept der Menschenwürde kritisiert. Und das hat so viel Anklang und hat so viel für Aufregung gesorgt, dass eben die Frau Beatrix Vogel, das ist die ehemalige Vorsitzende des Nietzsche-Forums in München, eine Tagung dazu organisiert hat und jetzt dann zahlreiche Autoren aus verschiedenen Disziplinen eingeladen hat, auf diese Thesen zu reagieren. Und da ist eben jetzt vor 2 Monaten das Buch Umwertung der Menschenwürde erschienen, in dem diese Thesen von mir sehr kritisch diskutiert werden. Und auch vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Beispiel Inferno, und Sie haben da herausgestellt, ist der Transhumanist, vielleicht sind Transhumanisten böse Menschen. Naja, dieses Beispiel, das Sie angesprochen haben, könnte dies natürlich nahelegen. Hier ist ein Wissenschaftler, der eigenständig Keimbahnveränderungen durchführt und dies ohne die anderen Menschen zu fragen, einfach in der gesamten Welt etabliert. Das ist natürlich eine Form von Transhumanismus oder eine Form der Durchsetzung, die von uns allen nicht bejaht werden und auch nicht bejaht werden kann. Aber glücklicherweise wird auch in dem Buch explizit dargestellt, dass das natürlich dass nicht der Denkweise der Transhumanisten im Großen entspricht. Und im Allgemeinen muss ich auch sagen, dass generell das Buch Inferno, obwohl ich normal kein Fan von Dan Brown bin, dass es in der Tat ein lohnenswertes Buch ist, weil es auch in einer sehr zugänglichen Weise den Transhumanismus auf eine durchaus treffende Weise charakterisiert und auch gewisse Sympathien, denke ich, des Autors dem Transhumanismus gegenüber deutlich werden. Im Allgemeinen ist es schön, natürlich besten Dank für die Organisatoren, für diese wirklich wichtige Tagung, und man merkt das Thema, dass tatsächlich zahlreiche wichtige Bereiche der aktuellen Diskussion anspricht, nimmt in den verschiedenen Ländern enorm an Schub an, nicht nur geprägt oder gefördert durch die Darstellung des Transhumanismus auch in den Künsten,
also in der Literatur, sondern auch gerade im Film. In diesem Jahr ist ja gerade der Film Hollywood-Blockbuster Transcendence erschienen mit Johnny Depp, wo eine zentrale transhumanistische Vorstellung auf treffende Weise im Film umgesetzt wird. Weiterhin hat natürlich, das ist ein anderes Buch, das ich mal hochholen möchte, The Transhumanist Wager, auch von Transhumanisten, vom Philosophen verfasst, Zoltan Istvan, ist auch eine sehr gute Darstellung des Transhumanismus. Zoltan Istvan ist außerdem noch auffällig geworden, dadurch, dass er in diesem Jahr eine transhumanistische Partei in den Vereinigten Staaten gegründet hat und er möchte nächster Präsident der USA werden. Auch in anderen Ländern nimmt sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus erheblich an Schub an. Ich bin gerade aus Korea zurückgekehrt, dort fand eine große, das ist eine Jahrestagung, halt World Humanities Forum statt, die von der UNESCO organisiert wurde, ein großes Forum, über 2000 Personen haben daran teilgenommen. Es waren die Kultusminister, es waren die Bildungsminister von Korea zugänglich, der Direktor der dortigen DFG, also des National Research Foundation, war auch zugänglich, hat die Tagung unterstützt und dort wird sozusagen auch, das macht allein deutlich, sozusagen hier sollen diese Überlegungen der neuesten Technologien gegenüber auch gerade für die Humanities, für die Zukunft der Geisteswissenschaften fruchtbar gemacht werden. Ich werde in meinem Vortrag auch am Ende des Vortrags noch kurz auf einige mögliche Herausforderungen diesbezüglich eingehen. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, bevor mein Vortrag anfängt. Von mir ist gerade vor 2 Wochen ein anderes Buch herausgekommen, Post-Transhumanism, an Introduction, das ist die weltweit erste umfangreiche Einführung, die den Posthumanismus und den Transhumanismus miteinander vergleicht und sozusagen Unterschiede und Gemeinsamkeiten darstellt. Wer daran interessiert ist, kann ich auch noch einen Flyer mitgeben. Ich kann das ja Buch auch mal während des Vortrags schon herumgeben. Dort werden zentrale Bereiche beleuchtet, ethische Bereiche, Vorstellungen von Anthropologie, von Natur, aber auch die Künste, in denen trans- wie posthumanistische Vorstellungen relevant sind, werden dort thematisiert, von neuen Medienkünsten über Bioart. Manche mögen auch den fluoreszierenden Hasen von Eduardo Kack kennen. Stellag als Künstler ist besonders relevant. Ich gebe es mal rum, kann vielleicht mal für Sie interessant sein. Gerade das Verhältnis von Post- und Transhumanismus jetzt für mich besonders prägend für meine Vorstellung von Transhumanismus gewesen. Also Posthumanismus ist noch ganz wichtig. Das sind zwei unterschiedliche Traditionen. Posthumanismus ist aus der französischen, deutschen Philosophie erwachsen und hat andere Zielsetzungen, andere Aufgaben. Es ist viel stärker auf neue Vorstellungen des Menschen geprägt oder dadurch bestimmt, den Menschen als nicht dualistisches, als immanentes Wesen aufzufassen, wohingegen der Transhumanismus ganz dezidiert eben aus der englischsprachigen Welt erwachsen ist, auch mit dem der Engverband geprägt, der Transhumanismus geprägt durch Julian Huxley, macht natürlich deutlich, dass es sehr stark auch an der Evolutionstheorie der englischsprachigen Welt Utilitarismus angesiedelt ist. Häufig werden diese beiden Begriffe auch innerhalb der Fachdiskussion noch miteinander verwechselt. Auch jemand wie Jürgen Habermas hat etwa in seiner Schrift zur liberalen Eugenik, was ja eine implizite Antwort auf damals umstrittene Rede von Sloterdijk dargestellt hat, hat in dem Buch Sloterdijk, indem er ihn nicht explizit erwähnt hat, aber er hat wörtlich aus seiner Rede zitiert, hat er ihn in die Ecke gerückt von nietzscheanischen Züchtungsfantasien und auch hat ihn als einen Posthumanisten bezeichnet, obwohl eigentlich Transhumanisten gemeint hat, das ist alles es ist eine falsche Kennzeichnung in jedem Fall. Also er hat zum einen Transhumanisten gemeint, obwohl er Posthumanisten geschrieben hat, und zum zweiten ist es ganz wichtig herauszuheben, Sloterdijk ist kein Transhumanist. Er hat sich im Endeffekt auch in einer Rede von 2005 in Tübingen gehalten, hat ganz deutlich gemacht, sozusagen der Gebrauch von neuesten Technologien zu Verbesserungszwecken, insbesondere genetische Technologien, lernt er ab, zu therapeutischen Zwecken, die bejaht er. Das macht ganz deutlich, dass Sloterdijk genauso ein Biokonservativer ist, wie das bei Jürgen Habermas der Fall ist. Im Unterschied zu den meisten Transhumanisten, die eher, wie ich eben erwähnt habe, in der englischsprachigen Welt angesiedelt sind, oder aus einer utilitaristischen, naturalistischen Sympathien haben, bin ich selbst aus der Auseinandersetzung mit Nietzsche zum Transhumanismus gestoßen.
Auch wenn einige Transhumanisten die Ahnherrschaft Nietzsches durchaus bestreiten, so stehe ich hinsichtlich der Bejahung der philosophischen Verwandtschaft der beiden Denkrichtungen nicht alleine. Der Transhumanismus Max Mohrs wurde ebenso entscheidend durch Nietzsches Philosophie beeinflusst. Max Mohr und FM 2030 wurde übrigens auch explizit in dem Roman Inferno erwähnt, haben vor etwa 35 Jahren den Grundpfeiler der zeitgenössischen Varianten des Transhumanismus erarbeitet. Beide Denker sind übrigens selbst für ihre Namen verantwortlich, die sie jeweils wählten, um die Kontingenz von Benennungsprozessen zu verdeutlichen und um eine für sie zentrale Einsicht herauszustellen. Bei FM 2030 war dies die Verlängerung der Gesundheitsspanne, 2030 wäre das Jahr seines 100. Geburtstags gewesen. Und bei Mohr die Bedeutung der beständigen Selbstüberwindung. Mohr im Sinne von ständig mehr wollen, mehr werden wollen, sich überwinden wollen. Er heißt eigentlich Max O'Connolly. Der Begriff Transhumanism wurde jedoch bereits durch Julian Huxley in dem Buch New Bottles for New Wine aus dem Jahr 1957 geprägt. Julian Huxley ist nicht nur der Bruder des eher technokritischen Autoren Aldous Huxley, Brave New World, Enkel von Darwins Bulldog, Thomas Henry Huxley und Halbbruder des Nobelpreisträgers Henry Huxley, sondern außerdem noch langjähriger Vorsitzender der British Eugenics Society und Gründungsdirektor der UNESCO. Anhand der intellektuellen Verstrickung im Rahmen der Geburt des Transhumanismus wird die geistige Verwandtschaft der Bewegung mit der englischsprachigen Philosophie, dem Naturalismus, dem Utilitarismus und der Evolutionstheorie bereits deutlich. Ein Buch Julian Huxleys trägt den Titel Evolutionary Humanism, weshalb seine Denkrichtung auch als säkularer Humanismus bezeichnet wird. Auch diese Einschätzung ist sicherlich eine zutreffende. Handelt es sich bei Julian Huxley nun um einen humanistischen oder einen transhumanistischen Denker? Und in welchem Verhältnis stehen Humanismus und Transhumanismus eigentlich? Es kommt auf die Bedeutung des Wortes Humanismus an. Handelt es sich beim säkularen, naturalistischen oder evolutionären Humanismus eigentlich um einen Humanismus? Ich denke, dass dies nicht der Fall ist. Um diese Einschätzung nachvollziehen zu können, muss der Ursprung des Wortes Humanismus kurz analysiert werden. 1808 prägte der deutsche Theologe und Philosoph Friedrich Niethammer das Wort Humanismus, was im Rahmen der Auseinandersetzung mit Erziehungskonzepten geschah. In dessen Buch Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit. Dieser geistige Kontext ist nicht überraschend. Da das Wort Humanismus vom lateinischen Wort Humanitas und speziell dessen Gebrauch bei Cicero abgeleitet wurde. Auch dieses lateinische Wort hat eine Vielzahl von Bedeutungen, wurde jedoch in der Antike insbesondere mit dem griechischen Wort Paideia identifiziert. Implizit wird die Identifikation von Humanitas mit Paideia etwa in Ciceros Schrift De Oratore deutlich. Explizit ist die Identifizierung dieser beiden Begriffe in der Schrift Noctes Acticae des im 2. Jahrhundert lebenden lateinischen Autoren Aulus Gellius vorzufinden. Innerhalb dieser Tradition umfasst das Wort Humanitas sowohl ontologische als auch ethische Elemente. Was etwa auch auf das Wort Dignitas zutrifft, also der Begriff für Würde, das von Cicero in seiner Schrift De Officiis zum ersten Mal so genutzt wurde. Das sie auf eine unabstufbare Weise allen Menschen zukommen und dass diese aus dem Begriff Humanitas entwickelte, auch dieser deutsche Begriff, dieser Menschenwürde eben in der Sinne, dass er im gleichen Maße allen Menschen kommt, hat engen Bezug eben zum Humanitas-Begriff. Also hier wird die Würde, Dignitas, nicht alleine in dem Sinne gebraucht, eine Heraushebung von bestimmten Menschen zu verdeutlichen, wie dies traditionell der Fall ist und wie es ebenso bei Cicero noch vorkommt, sondern das Wort wird auch so gebraucht, dass es auf alle Menschen qua Menschen oder was bei Cicero identisch ist, qua rationale Wesen anzuwenden ist. Alle Menschen sind rational und besitzen Würde, weshalb sie auch auf eine besonders gute Weise von anderen Menschen berücksichtigt werden sollten. Ciceros Würdebegriff wurde später von Kant rezipiert und wirkt in der Gegenwart noch weiter, da Kants Würdebegriff den Würdebegriff des deutschen Grundgesetzes inspirierte. Dieser Begriff ist ein ontologischer, da eine bestimmte Anthropologie impliziert. Er ist jedoch ebenfalls ein ethischer, da die entsprechenden Entitäten auch auf ethisch besonders gute Weise behandelt werden sollen. Diese Bedeutungsvielfalt ist auf analoge Weise
im Begriff der Humanitas enthalten. Einerseits implizierte eine kategorial-dualistische Ontologie, die eine kategoriale Sonderstellung des Menschen nach sich zieht. Das heißt, nur der Mensch ist in dieser Vorstellung aus der natürlichen Welt herausgehoben, hat eine Eigenschaft, die immaterielle Seele, Bewusstsein. Alle anderen Wesen haben rein natürliche Eigenschaften. Der Begriff Paideia hat analoge Konnotationen, was anhand von Platons Liniengleichlicht deutlich wird. Ciceros Bejahung der unsterblichen Seele veranschaulicht parallele Strukturen hinsichtlich seines Humanitas-Begriffs. Solche dualistischen Anschauungen werden innerhalb säkularer, naturalistischer, atheistischer oder evolutionärer Variationen des Humanismus dezidiert abgelehnt, weshalb bezweifelt werden kann, dass diese treffend als Form des Humanismus zu bezeichnen sind, wenn man sich genau die Etymologie des Begriffs Dignitas und Humanitas eben ansieht. Weiterhin umfasst Humanitas jedoch noch eine ethische Dimension, die traditionell eher perfektionistisch ausgerichtet war. Deutlich wird dies anhand der Charakterisierung des Philosophenkönigs bei Platon, beziehungsweise anhand der Beschreibung des stoischen Weisen, der stets tugendhaft ist. Zwar ist eine starke Vorstellung von ethischer Perfektion nicht notwendigerweise mit dem Transhumanismus verbunden, doch kann eine solche Ausrichtung als vorherrschende Konzeption des Guten innerhalb des Transhumanismus bezeichnet werden. Ich werde mich später für eine schwächere Vorstellung des Guten aussprechen, nämlich für eine radikale Pluralität des Guten, die ebenso mit dem Transhumanismus im Einklang stehen kann. Entscheidend war es für mich an dieser Stelle, jedoch nur herauszustellen, dass der Transhumanismus in der Tat über den Humanismus hinausgeht und wie der säkulare, naturalistische oder evolutionäre Humanismus eigentlich nicht in der Tradition des Humanismus steht, wenn die Etymologie des Wortes hinsichtlich seiner gegenwärtigen Bedeutung relevant ist, weil der traditionelle Humanismus fordert notwendigerweise, dass eben so eine kategoriale Sonderstellung dem Menschen mit einer immateriellen Seele etc. Bewusstsein zukommt. Häufig wird der Transhumanismus als Hyperhumanismus bezeichnet. Diese Beschreibung ist meiner Ansicht nach ebenfalls eine umfassende. Ein Grund für diese Einschätzung ist das transhumanistische Motiv des Mind-Uploading, und diejenigen, die den Transhumanismus als Hyperhumanismus bezeichnen, nehmen nicht an, dass der Vorgang des Mind-Uploading eine dualistische Anthropologie voraussetze. Diese Einschätzung ist jedoch unzutreffend. Transhumanisten vertreten meist eine naturalistische Anthropologie. Mind-Uploading setzt ebenfalls keine dualistische Anthropologie voraus, sondern kann auch im Rahmen eines Naturalismus eine plausible Möglichkeit darstellen. Dies kann jedoch nur gegeben sein, wenn eine bestimmte Auffassung des menschlichen Geistes, nämlich eine Functional Theory of Mind, eine funktionale Geistesphilosophie, zutreffend sein sollte. Ob dies der Fall ist, ist eine offene Frage. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber, dass alleine schon aus diesem Grund die Identifikation des Transhumanismus mit einem Hyperhumanismus höchst fragwürdig wird. Bevor ich im folgenden 12 Grundpfeiler meiner eigenen Auffassung einen schwachen Transhumanismus vorstellen werde, so sollen zunächst einige weitere Züge dieser philosophischen Grundhaltung veranschaulicht werden. Die entscheidende Grundcharakteristik des Transhumanismus ist die Bejahung des Nutzens von Technologien zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Posthumanen. Eine von allen Transhumanisten vertretene inhaltliche Beschreibung des Posthumanen gibt es zwar nicht, jedoch stellen Posthumane in jedem Fall eine Art von Weiterentwicklung des Menschen dar. Und damit ist, wie Sie auch schon richtig geschildert haben, ist auch die Vorstellung verbunden, dass mit einer Erweiterung der Fähigkeiten die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man ein besseres, glückliches, erfüllteres Leben führt. Die prominentesten Varianten hierfür sind die Hoffnung auf eine Silizium-basierte Zukunft, wie etwa durch das Mind-Uploading realisiert werden könnte, beziehungsweise die Zielsetzung der kohlenstoffbasierten Weiterentwicklung, wobei offen bleibt, ob der Posthumane noch Mitglied der menschlichen Art sein wird oder ob er ausschließlich eine Fähigkeit besitzen wird, die über die Fähigkeiten hinausgehen wird, die gegenwärtig lebende Menschen besitzen. Menschen, die sich im Prozess der Weiterentwicklung befinden, werden häufig als Transhumane bezeichnet.
Diese Bezeichnung wurde von FM 2030 bereits im Jahr 1974 eingeführt, als dieser in einem Artikel über die Lebensbedingungen von Frauen im Jahr 2000 spekulierte. In jedem Fall wird von Transhumanisten davon ausgegangen, dass durch besser entwickelten Fähigkeiten auch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, ein gutes Leben zu führen. Wer der Posthumane genau sein wird, ist eine offene Frage. Dass dessen Entstehung wahrscheinlich ist, ist innerhalb einer naturalistischen Anthropologie naheliegend, da alles, was entstanden ist, sich entweder weiterentwickeln oder aussterben wird. Um nicht auszusterben, besteht die Notwendigkeit, sich stets auf neue Weise an die sich ständig verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Diese Überlegungen beinhalten auch die Möglichkeit, dass Posthumane in dem Computer hochgeladene Persönlichkeit sein könnten. Gerade die Frage auch der Zerstörung menschlichen Lebens oder die Möglichkeit, was sind von globalen Katastrophen, die das Aussterben von Leben hervorrufen werden, ist etwas, was Transhumanisten ganz stark in auch akademische Diskussionen eingebracht haben. Und es hat eine enorme Wirkung entfaltet. Also gerade zuletzt, jetzt vor einigen Monaten, wurde etwa an der Cambridge University ein ganzes Forschungszentrum entwickelt, das diese Fragestellung ins Zentrum gerückt hat. Und natürlich, wie es häufig so ist, wenn an wichtigen, an einflussreichen Universitäten solche Forschungszentren entwickeln, wird sich das in den nächsten Jahren auch an weiteren Universitäten ausweiten. Obwohl ich die Möglichkeit des Mind-Uploading nicht ausschließen kann, wie die gegenwärtig auf beeindruckende Weise in dem Film Transcendence dargestellt wird, so erscheint mir die Möglichkeit der kohlenstoffbasierten Weiterentwicklung zunächst einmal naheliegend zu sein, da sie in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen realisiert werden könnte, sofern die Menschheit nicht zuvor aussterben sollte. Die Frage nach dem Menschen existenziellen Risiken wird unter Transhumanisten sehr ernst genommen und intensiv auf der Basis von solider wissenschaftlicher Forschung diskutiert. Zumal zahlreiche Wissenschaftler, einige der weltführenden Universitäten sich als Transhumanisten bezeichnen und einige von ihnen dieser Fragestellung eine große Aufmerksamkeit widmen. Mittlerweile an Universitäten von, wie gesagt, Oxford, Cambridge, auch Warwick, Yale in den Vereinigten Staaten. Die Möglichkeit des Aussterbens der Menschheit wird auch in dem ersten populären Transhumanismus-Roman Inferno von James Brown ins Zentrum der Handlung gestellt. Dieser stellt den Transhumanismus durchaus auf eine faire Weise dar und weist auf einige zentrale gegenwärtige Herausforderungen hin. Der erste Punkt, die Ablehnung der kategorialen Sonderstellung des Menschen. Wie der Transhumanismus, so fasst auch Nietzsche, den Mensch als ein sich ständig selbst transzendierendes Wesen auf, das eine Brücke zwischen Tier und Übermensch darstellt. Wobei durchaus einige Parallelen zwischen Nietzsches Übermensch und den Posthumanen der Transhumanisten festgestellt werden können. Ebenso bestehen durchaus auch Parallelen zwischen Nietzsches höheren Menschen und den Transhumanen der Transhumanisten. Eine zentrale Voraussetzung der Möglichkeit derartiger nietzscheanischer und transhumanistischer Reflexion ist das zugrunde liegende Menschenbild, das sich kategorial von dem gegenwärtig auf rechtlicher Ebene noch vorherrschenden unterscheidet. Hierauf habe ich in der bereits erwähnten BWG-Monographie Menschenwürde nach Nietzsche aufmerksam gemacht. Die entscheidende diesbezügliche Frage, die zu erörtern ist, ist die folgende. Darf in einem pluralistischen, liberal-demokratischen Staat eine metaphysische Anthropologie grundlegend sein, so wie dies in Deutschland der Fall ist? Ich bezweifle dies. Und das macht auch nochmal deutlich, warum sozusagen diese Denkrichtung eine so große Herausforderung stellt. Deswegen hat auch Francis Fukuyama den Transhumanisten so für die gefährlichste Idee der Welt gehalten. Weil es natürlich schon eine starke Kritik an den ganzen dualistischen, christlichen, kantischen Vorstellungen, die noch immer unsere westliche Kultur und allgemein prägen und dafür eine solche stark naturalistische, immanente Denkweise natürlich eine zentrale Herausforderung auch für die verschiedenen Gesetzgebungen stellt. In den eben erwähnten Publikationen mache ich deutlich, dass auf rechtlicher Ebene in Deutschland und in vielen anderen Ländern ebenso ein kategorial dualistisches Menschenbild vorhanden ist, das auf unserem christlichen und kantischen Erbe beruht. Tiere werden in Deutschland zwar nicht als Sachen aufgefasst, sollen rechtlich jedoch noch immer wie Sachen behandelt werden. Die Eigenschaft der Würde kommt ausschließlich Menschen zu. Diese in der Gesetzgebung prävalierende Einschätzung ist glücklicherweise eine, die gegenwärtig von vielen Menschen nicht mehr geteilt wird und die
unter anderem aus diesem Grund keine im Rahmen der Verfassung mehr verpflichtende sein sollte. Hiermit plädiere ich für eine neue Bescheidenheit des Menschen, gemäß der sich der Mensch nicht mehr als alleinige Krönung der Schöpfung ansieht, sondern anerkennt, dass er sich höchstens graduell von anderen Lebewesen unterscheidet. Auf rechtlicher Ebene mag es angemessen sein, ontologische Festlegungen auf eine Anthropologie zu vermeiden und stattdessen verstärkt direkt auf Werte und Normen zu verweisen. Der zweite Punkt, die Ablehnung des Instrumentalisierungsverbots. Mit der Revision des gegenwärtig vorherrschenden Menschenbildes geht jedoch ebenso einher, dass ein weiteres kantisches Erbe revidiert werden sollte. Das auf Kant zurückgehende Instrumentalisierungsverbot hat noch immer wichtige praktische Implikationen. So wurde in den Urteilen zum Abschussverbot von entführten Flugzeugen bzw. dem Verbot von Peepshows explizit auf dieses Verbot hingewiesen. Interessant für die thematisierten Reflexionen in diesem Kontext ist, dass eben die kategorial-substanzdualistische Unterscheidung von Sachen und Personen, das heißt und Menschen mit Würde, eine Voraussetzung der Anwendung dieses Verbots darstellt. Das Verbot fordert, Personen nicht ausschließlich als Mittel zu gebrauchen. Nur Sachen dürfen ausschließlich als Mittel gebraucht werden. Wenn jedoch diese kategoriale Substanzdualität von Personen und Sachen eine aufzulösende ist, dann muss es auch das Instrumentalisierungsverbot revidiert werden. Und auch im Rahmen der Debatten etwa zur Präimplantationsdiagnostik, kurz PED, spielt das Instrumentalisierungsverbot eine zentrale Rolle. Das ist auch eine große Diskussion, auf die ich jetzt nur hier hinweise. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, ist die Selektion als moralisch legitime Option. Gerade in den letzten Jahren wurde die Präimplantationsdiagnostik in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Aufgrund des sehr rigiden deutschen Embryonenschutzgesetzes ist die POD durch Blastomerenbiopsie übrigens noch immer verboten, da hierbei totipotente Zellen, also Zellen, aus denen sich noch ein ganzer Mensch entwickeln kann, untersucht und daher auch zerstört werden. Ausschließlich die Blastozystenbiopsie, bei der nur Trophoblasten untersucht werden, kann unter sehr speziellen Voraussetzungen angewandt werden. Nämlich dann, wenn für ein Kind ein hohes Risiko gegeben ist, eine schwere Form von Behinderung vererbt zu bekommen. Diese gesetzliche Regelung ist eine moralisch höchst fragwürdige. Insbesondere dann, wenn berücksichtigt wird, dass ein Argument gegen die PED darauf beruht, dass durch diesen Prozess die Förderung der Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung unterstützt werde. Die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung scheint mir jedoch durch die gegebene gesetzliche Regelung jedoch eher gefördert zu werden, als dies im Fall einer liberaleren Regelung der PED der Fall wäre. Also die jetzige vorherrschende Regelung, die sie gerade vor 2 Jahren etabliert werde, die fördert gerade diese Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung. Schließlich besagt die gegenwärtig gültige Regelung, dass ein eigentlich gesetzlich verbotener Prozess, also die Untersuchung und anschließende Selektion einer befruchteten Eizelle, durchgeführt werden darf, wenn dadurch die Geburt eines Menschen mit einer starken Behinderung verhindert werden kann. Diese Gesetzgebung legt jedoch nahe, dass die Eigenschaft der Behinderung so schrecklich ist, dass hierfür sogar eine ansonsten ausnahmslos anzuwendende Regel ausgesetzt wird oder ausgesetzt werden darf. Jedoch nicht nur eine moralisch problematische Stigmatisierung spricht gegen diese Gesetzgebung, auch eine andere philosophische Überlegung legt eine andere Handhabung dieser Fragestellung nahe. Wenn wir nämlich strukturanaloge Prozesse auch moralisch analog bewerten würden, was meiner Meinung nach philosophisch angemessen wäre, dann sollte man die Selektion von befruchteten Eizellen sowohl nach der Blastomeren- als auch nach der Blastozystenbiopsie erlauben, da diese Prozesse als analog der Partnerwahl zu Fortpflanzungszwecken angesehen werden können. In beiden Fällen wählen wir eine bestimmte Anzahl von genetischen Möglichkeiten unseres Nachwuchses. In beiden Fällen ist es nicht der Fall, dass der eigene Nachwuchs damit genetisch determiniert wird, da genetische Veränderungen stets auch durch epigenetische Prozesse während des weiteren Entwicklungsprozesses geschehen können. Eine moralische Ungleichbehandlung dieser beiden Prozesse erachte ich für moralisch höchst problematisch. Dass durch eine Gleichbehandlung der beiden angesprochenen Prozesse auch die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung vorgebeugt werden kann,
unterstreicht die von mir vorgeschlagene Lösung dieser Fragestellung. Der vierte Punkt. Die genetische Modifikation als zukünftige Erziehungsvariante. Ein ähnliches Analogieargument kann hinsichtlich der genetischen Veränderung durch Modifikation erwähnt werden. Ein Prozess, der durch alle führenden deutschen Ethiker und Philosophen wie Sloterdijk und Habermas für moralisch verwerflich gehalten wird. Auch diese Einschätzung ist meiner Ansicht nach keine haltbare, da die traditionelle Erziehung und das genetische Enhancement durch Modifikation als strukturanaloge Prozesse gesehen werden sollten. Naturwissenschaftliche Untersuchungen haben mittlerweile deutlich gemacht, dass sowohl genetische als auch erzieherische Veränderungen sowohl reversibel als auch irreversibel sein können, weshalb es sich bei beiden Prozessen um elterliche Entscheidungen handelt, die den eigenen Nachwuchs auf verschiedenartige Weise beeinflussen können. Die Erziehung ist übrigens die wohl mit am längsten etablierte und am weitesten verbreitete Enhancement-Technik. Auch die Impfung ist weithin akzeptierte Enhancement, also Verbesserungstechnik, die von kaum zu unterschätzender diesbezüglicher Bedeutung ist, da mittels der Impfung im menschlichen Körper eine Eigenschaft hervorgebracht wird, die zuvor nicht vorhanden war. Die Erziehung ist in der Regel sogar eine gesetzlich verpflichtende Verbesserungstechnik. Die gesetzliche Verpflichtung zu einigen Impfungen hingegen wurde Anfang der 80er Jahre in Deutschland abgeschafft, ist jedoch in vielen anderen Ländern noch immer vorhanden. Vielleicht sollte auch die Schulpflicht in Deutschland zu einer Bildungspflicht umgewandelt werden, wie sie in vielen anderen westlichen Ländern wie etwa der USA gegeben ist. Zum fünften Punkt. Negative Freiheit als zentrale Errungenschaft. Die hier angesprochenen Forderungen berufen auf der meiner Perspektive nach kaum zu unterschätzenden Einsicht, dass es sich bei der negativen Freiheit um eine wunderbare und bejahenswerte Errungenschaft handelt. Die Norm der negativen Freiheit stellt zwar keine letztbegründete Wahrheit dar, aber sie wurde während des Aufklärungsprozesses im Rahmen der auf zahlreichen Ebenen stattgefundenen Kämpfe errungen. Menschen unterschiedlicher sozialer Zugehörigkeit und verschiedener Disziplinen kämpften während der Aufklärung dafür, die Bevormundung durch Staat und Kirche einzugrenzen. Lange Zeit durften religiöse und politische Herrscher bestimmen, nach welcher Konzeption des Guten die Untergebenen zu leben hätten. Die negative Freiheit ermöglicht es jedem von uns, nach den eigenen Vorstellungen des Guten das eigene Leben zu konzipieren. Und eine Folge darauf ist etwa auch das Recht auf morphologische Freiheit, dem eigenen Leben Form zu geben nach den eigenen Vorstellungen. Der sechste Punkt. Die menschliche Selbstüberwindung und das gute Leben und gutes Leben. Bei der Realisierung der eigenen Vorstellung des guten Lebens greifen Menschen auf unterschiedlichste Techniken zurück. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch eine beständige Selbstüberwindung auch häufig die Qualität des eigenen Lebens gefördert wird. Diese Überlegung kann anhand folgender Analogie verdeutlicht werden. Als Kinder erleben wir häufig eine sorglose Zeit, wenn wir einem behüteten Elternhaus groß werden. Unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Intelligenz, unser Wissen sind zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht besonders weit entwickelt. Als Erwachsene hingegen ist das Leben durch viel größere Sorgen, Ängste und Herausforderungen geprägt. Trotzdem würden viele Erwachsene nicht wieder Kind sein wollen, selbst wenn dies möglich sein sollte. Ihnen ist trotz der angesprochenen Schwierigkeiten bewusst, welche Fähigkeiten sie mittlerweile erlangt haben, und sie fühlen sich dabei gut, diese zu besitzen. Kognitive Fähigkeiten, Intelligenz und Wissen sind Stärken, die von intrinsischer Bedeutung für viele Menschen sind. Also es handelt sich um Eigenschaften, die nicht nur einen Wettbewerbsvorteil bringen, sondern auch alleine, weil man sie besitzt, von besonderer Bedeutung für das eigene Leben ist. Genauso wie wir uns aber als Kind nicht haben vorstellen können, diese Eigenschaften zu besitzen, so können wir uns gegenwärtig nicht vorstellen, wie es sein wird, ein Posthumaner zu sein, der noch ganz andere Fähigkeiten besitzen wird, dessen Besitz wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Aufgrund der angesprochenen Analogie können wir aber durchaus davon ausgehen, dass es sich um einen erstrebenswerten Zustand handeln dürfte, ein Posthumaner zu sein. Siebter Punkt, die radikale Pluralität des Guten. Stellt sich jedoch die Frage, welche Eigenschaften tatsächlich die Qualität unseres Lebens fördern.
Diesbezüglich sind sich auch Transhumanisten durchaus uneins. Ein Transhumanist wie Nick Bostrom, der an der University of Oxford unterrichtet, vertritt die Gültigkeit des Renaissance-Ideals, einer abgerundeten Persönlichkeit mit herausragenden körperlichen und geistigen Fähigkeiten, zumindest in einem frühen Artikel, den er veröffentlicht hat. Der bioliberale, den Transhumanisten nahestehende Julian Savulescu, das ist ein Schüler von Peter Singer, der mittlerweile das Uhuru Center an der University of Oxford leitet, vertritt ein Common-Sense-Ideal, das die Bedeutung der Gesundheitsspanne, also nicht der Lebensspanne, sondern der Gesundheitsspanne, von kognitiven Fähigkeiten und der Intelligenz herausstellt. Ich hingegen gehe von der radikalen Pluralität des Guten aus. Jeder Versuch einer nicht formalen Bestimmung des Guten erscheint mir zum Scheitern verurteilt zu sein, da die physiopsychologischen Anforderungen der Menschen sich zu stark voneinander unterscheiden, als dass die Möglichkeit besteht, eine nicht formale, universal gültige Beschreibung des guten Lebens geben zu können. Jedoch nicht nur aufgrund philosophischer Überlegungen plädiere ich für dieses Ideal, sondern auch aufgrund gesellschaftlicher. Selbst vor dem Hintergrund evolutionärer Überlegungen wissen wir nicht, welche Eigenschaften zukünftig in unserem Interesse sein werden, um etwa unser Überleben zu garantieren. Auch die Taubheit könnte unter bestimmten Voraussetzungen eine Eigenschaft sein, die für das Überleben der Menschheit notwendig sein könnte. Zum Beispiel, wenn der zukünftige technische Fortschritt bzw. die um uns vorhandenen Umweltprozesse über normale Lautstärken mit sich bringen sollten. Der achte Punkt. Die Korrelation der kognitiven und moralischen Fähigkeiten. Hiermit möchte ich nicht sagen, dass kognitive Fähigkeiten nicht von besonderer Relevanz sind. Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese von der großen Vielzahl von Menschen wertgeschätzt wird. Es könnte sogar der Fall sein, dass mit der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten auch die Wahrscheinlichkeit der moralischen Weiterentwicklung einhergeht. Nur die Wahrscheinlichkeit, nicht, dass da eine notwendige Korrelation besteht. Die Kulturgeschichte deutet durchaus auf eine Korrelation der Entwicklung von Moralität und kognitiven Fähigkeiten hin. Unsere technischen und kognitiven Fähigkeiten haben sich etwa in den vergangenen 1000 Jahren radikal geändert. Gleiches trifft auf die Entwicklung der Moralität zu, die meiner Meinung nach unmittelbar mit den Normen Freiheit, Gleichheit und Solidarität verbunden ist und deren Relevanz und weit verbreitete Akzeptanz sich erst in den vergangenen 100 Jahren durchgesetzt haben. Es gibt solide empirische Studien, die für eine moralische und eine kognitive Weiterentwicklung sprechen und die auch ein kausales Verhältnis zwischen diesen Entwicklungsprozessen nahelegt. Eine Vielzahl von empirischen Beispielen, die auf einen moralischen Fortschritt hindeuten, hat der Psychologe Steven Pinker, ein weltweit führender Experte und Richter an der Harvard Universität, in seiner Monographie The Better Angels of Our Nature zusammengestellt. Das ist ein Buch, das ist ein Bestseller auch in der akademischen Welt. Diese große Anzahl von Beispielen zeigen auf, dass wir uns orient us away from violence and towards cooperation and altruism und dass dieser Prozess bereits seit Jahrhunderten stattgefunden hat. Insbesondere auf der Empathie und die Vernunft geht er im Kontext dieser Prozesse auf detaillierte Weise ein und auch diese beiden Eigenschaften zählt er zu diesen Better Angels. Ebenso thematisiert er in dem Zusammenhang die Bedeutung der Menschenrechte, der Bürgerrechte, der Frauenrechte, der Kinderrechte, der Gay Rights, der Animal Rights. Die Frage nach der kognitiven Weiterentwicklung hat hingegen Flynn unter umfassender Berücksichtigung von empirischen Daten auf beeindruckende Weise untersucht. Er ist speziell auf standardisierte Intelligenztests eingegangen, um solide Daten zu haben, auf denen verlässliche Schlüsse gezogen werden können. Das ist ja immer schwierig, wenn man so historische Weiterentwicklungen verdeutlichen will. Das ist wichtig, um sozusagen nicht nur irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern um auch vielleicht naturwissenschaftlich denkende Menschen solide Evidenz zu bereiten, dass man da natürlich eine solide empirische Studie benötigt. Und er hat bemerkt, dass die Intelligenzstudien standardisiert sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts und hat sozusagen die Entwicklung der Ergebnisse aus diesen Intelligenzstudien miteinander verglichen. Hierbei hat er festgestellt, dass die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich unsere kognitiven Fähigkeiten zumindest innerhalb des 20. Jahrhunderts deutlich verbessert haben. Diesen Prozess hat er als Flynn-Effekt bezeichnet. Der bereits erwähnte Steven Pinker hat Flynns Untersuchung in seine eigene Forschung integriert und die Möglichkeit eines
Moral Flynn Effects thematisiert. Ich das kurz thematisieren, zitieren aus seinem Buch. We can now put together the two big ideas of this section, the pacifying effects of reason and the Flynn effect. Also die Vernunft hat etwas befriedende Funktion. Und wir haben several grounds for supposing that enhanced powers of reason, also verstärkte Vernunft, specifically the ability to set aside immediate experience, detach oneself from parochial vantage point and frame one's ideas in abstract universal terms, would lead to better moral commitments, including avoidance of violence. Also gerade Vernunft, das sozusagen die Abstraktion von einem selbst auch beinhaltet, führt gerade auch zur Vermeidung von Gewalt gegen andere und stärkere Moralität. Could there be a moral Flynn effect, in which an accelerating escalator of reason carried us away from impulses that lead to violence? The idea is not crazy. The cognitive skill that is most enhanced in the Flynn effect, abstraction from concrete particulars of immediate experience, is precisely the skill that must be exercised to take the perspectives of others and expand the circle of moral consideration. Also indem wir unsere Vernunft weiterentwickeln, schaffen wir es, von uns selbst zu abstrahieren. Und das ist genau die Eigenschaft, die uns ermöglicht, die wichtig ist, um auch die Perspektiven anderer stärker zu berücksichtigen und den Kreis der moralischen Beachtung zu erweitern. Was deutlich darauf hinführt, dass mit einer kognitiven Entwicklung die Wahrscheinlichkeit einer moralischen Entwicklung einhergeht. Dass eine solche Kopplung von kognitiver und moralischer Entwicklung gegeben sein könnte, hat bereits Kant in seinen anthropologischen Schriften dargelegt. Seine Philosophie kann auch auf überzeugende Weise die Verbindung von moralischen und kognitiven Eigenschaften verdeutlichen, da beide Fähigkeiten bei ihm an die Vernunft gebunden sind. Wenn tatsächlich ein kausaler Konnex zwischen moralischen und kognitiven Entwicklungen besteht und die gerade erwähnten Daten legen dieser Einsicht nahe, dann könnte durch eine Förderung des kognitiven Enhancements indirekt auch die Moralität verbessert werden. Diese Variante erscheint mir jedenfalls vielversprechender als das Konzept des direkten moralischen Enhancements, wie es unter anderem von Julian Savulescu vorgeschlagen wurde und auch von einigen, und gerade im Transhumanismus, aber auch in allgemeinen Debatten der Medizin und Bioethik in den letzten 3-4 Jahren im Zentrum der akademischen Debatte. Also die Möglichkeit, direkt jemand durch Pharmaka, durch Biotechnologie moralisch zu verbessern, stehe ich eher kritischer gegenüber. Savulescus Forderung ergab sich aus der Überlegung, dass vor der kognitiven Verbesserung erst einmal die Moralität verbessert werden müsse, um so das Risiko einer durch neueste Technologien realisierte Ausrottung der Menschheit zu minimieren. Festzustellen ist in jedem Fall, dass die moralische Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte eine aufgeklärte Kultur hat entstehen lassen, in der den Normen Freiheit, Gleichheit und Solidarität eine besonders exponierte Stellung zukommt. Der neunte Punkt, ein neues Familienbild. Insbesondere die Norm der Freiheit erscheint mir diesbezüglich von zentraler Bedeutung. Diese fördert auch den Pluralisierungsprozess hinsichtlich verschiedener Konzepte, wie etwas des Konzepts der Familie. Im letzten Jahr wurde in Großbritannien die moralische Einschätzung erörtert, Kinder mit 3 biologischen Eltern biotechnisch zu realisieren, um Müttern mit einem genetisch übertragbaren Defekt biologisch eigene Kinder zu ermöglichen. Eine etwas andere Technik wurde bereits vor einigen Jahren in den USA eingesetzt. Und das heißt, es gibt bereits, man sagt, zwischen 30 und 50 Kinder mit drei biologisch eigenen Eltern. Aufgrund der sozialen Herausforderungen hat man damals diese Technik aber dann verboten. Mittlerweile ist die Fragestellung erneut aufgetreten, eben um Müttern mit einem bestimmten genetischen Defekt auch eigene Kinder zu ermöglichen. Die Fragestellung ergab sich auf der Basis von erfolgreichen diesbezüglichen Versuchen mit Menschenaffen. Zunächst wird hier eine Eizelle entkernt, in die der Zellkern einer anderen Mutter eingefügt wird. Eine entkernte Eizelle enthält aber immer noch Zytoplasma. Und Zytoplasma, sind auch Mitochondrien und ist damit Erbgut enthalten. Und somit ergibt sich so eine Eizelle mit dem Erbgut zweier Mütter, die schließlich befruchtet wird, sodass ein Kind mit 3 biologischen Eltern entstehen könnte.
Also in dieser Eizelle ist dann mit kommt ein neuer Nukleus, ein neuer Zellkern rein, also damit genetisches Material von einer anderen Mutter. Und aus der ursprünglichen Eizelle ist in dem umgebenden Zytoplasma, also in Mitochondrien enthalten, mit einigen Erbgut der ersten Mutter. Und dann diese wird befruchtet und so haben wir dann ein Kind mit drei biologischen Eltern. Mir scheint diese Möglichkeit eine bejahenswerte Technik zu sein, die nicht nur Müttern mit Gendefekten biologisch eigene Kinder ermöglichen kann, sondern ebenso eine Option für lesbische Paare darstellt, biologische eigene Kinder zu bekommen. Auch die Möglichkeit einer Familie, die aus zwei Frauen, einem Mann und deren biologisch eigenem Kind besteht, könnte sich auf diese Weise ergeben. Wenn die betroffenen Erwachsenen sich lieben und auf diese Weise als Familie zusammenleben wollen, dann erscheint mir dieser Wunsch durchaus legitim zu sein. Zumindest erscheint es mir moralisch fragwürdig, wenn ein Staat diesen sich liebenden Menschen verbieten sollte, diese Verbundenheit als Familie zu leben. Der 10. Punkt, jenseits des Speziesismus. Eine weitere Fragestellung ergibt sich aus der Möglichkeit der Hybridisierung des Menschen. Forschung in diesem Bereich geschieht bereits an mehreren Universitäten in Großbritannien. Die entstehenden Organismen müssen jedoch nach einer bestimmten Zeit vernichtet werden. Es stellt sich hierbei durchaus die Frage, welche moralischen Kriterien gegen eine Weiterentwicklung etwa von Mensch-Tier-Hybriden sprechen. Und diese Mensch-Tier-Hybride, an denen wird bereits in Großbritannien geforscht. Die Menschenwürde kann diesbezüglich jedenfalls nicht angeführt werden, da die Kategorie Mensch auf solche parahumane Wesen nicht angewandt werden kann. Die Möglichkeiten, die sich aus dieser Forschung ergeben könnten, sind zahlreiche. Eine Überlegung ist etwa die folgende. Holländische Forscher haben gezeigt, dass Zebrafische genetisch so verändert werden können, dass sie in der Lage sind, per Photosynthese Energie zu erzeugen, die als Teil ihrer Nahrung eingesetzt wird. Und Zebrafische sind übrigens dem menschlichen genetisch gar nicht so unähnlich. Die Fische verfärben sich dabei leicht grünlich. Eine solche Veränderung bzw. eine Hybridisierung mit Pflanzen könnte auch für Menschen interessant sein, wenn wir das Problem der Bevölkerungsentwicklung und der begrenzten Ressourcen betrachten, möglicherweise auch für weitere Reisen im Weltraum. Vielleicht sind diese aus der Science-Fiction-Roman bekannten kleinen grünen Menschen vom Mars sogar unsere Nachfahren. 11. Punkt, die Hirnschrittmacher für alle. Die Grenzen unseres Menschseins werden jedoch auch durch die voranschreitende Cyborgisierung gesprengt. Deep Brain Stimulation, also die tiefe Hirnstimulation, ist diesbezüglich besonders erfolgreich in der Behandlung von Parkinson-Patienten und stark Depressiven. Also es handelt sich bei den depressiven Patienten um solche, die mit traditionellen Möglichkeiten austherapiert sind, wo nichts mehr hilft, die trotzdem täglich mit Selbstmord gefährdet sind. Bei diesen wird dann eine solche tiefe Hirnstimulation angewandt. Das in Deutschland geschieht, das in Bonn, es handelt sich darum, kleine Batterie, die elektronische Signale aussetzt, die wird hier eingesetzt, die wird über Drähte hier oben mit dem Gehirn verbunden, dann wird ein Loch reingebohrt und da werden diese Elektroden werden in einen bestimmten Bereich des Gehirns hineingestochen und man weiß ungefähr, wenn man dort stimuliert, dann hat das einen Einfluss eben auch auf das Wohlbefinden, ähnlich wird eben bei Parkinson-Patienten vorgegangen. Und bei guten behandelten Ärzten hat sich auch hier eine Erfolgsquote von 40-60% gezeigt. Also Deep Brain Stimulation, die tiefe Hirnstimulation, ist eine sehr erfolgreiche Technik. Insbesondere die Forschungsarbeiten aber des Ingenieurs Kevin Warwick zeigen das ungeheure Potenzial von Mensch-Maschine-Schnittstellen auf. Er hat es etwa geschafft, Neuronen des Rattenhirns mit mechanischen Apparaturen zu verbinden, sodass diese sich eigenständig weiterentwickeln können, wodurch deren neuronale Vernetzung sich verstärkt. Zahlreiche Experimente, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich gehe gleich noch auf ein weiteres ein. Auch wenn wir nicht gleich von der Möglichkeit des Mind-Uploading sprechen können, sondern sind die Möglichkeit von Hirnschrittmachern kaum zu unterschätzen. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wenn Apple auch das iBrain und Sony von der PlayStation hin zur BrainStation vorstellen wird. Der 12. Bereich, die Meta-Humanities als Erziehung der Zukunft. Die verschiedenen hier angedeuteten Entwicklungen
stellen uns nicht nur vor ethische und anthropologische Herausforderungen, sondern legen auch zentrale Revision moralischer Kriterien und ontologischer Einschätzungen nahe, die insbesondere im Rahmen der Erziehung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Die Geisteswissenschaften, im Englischen die Humanities bzw. die Erziehung, sind seit der Entwicklung, der Zeiten ihrer Entwicklung durch Varro und Cicero und andere dualistisch geprägt, wie ich bereits am Anfang dieser Überlegung andeutete. Eine solche Anthropologie wird jedoch vor dem Hintergrund gegenwärtiger Entwicklungen, wie zum Beispiel der Epigenetik, der Embodied Theories of Mind, unplausibel. Sie sollte aus diesem Grund revidiert werden, sodass die Meta-Humanities oder die Leib-Geist- oder Lebenswissenschaften entstehen können. Diese könnten hinsichtlich der Erziehung durch folgende Pfeiler geprägt sein. Hierbei sind jetzt die beiden ersten Überlegungen besonders relevant für die elterliche Erziehung, der letzte Bereich erst relevant für die Entwicklung der Meta-Humanities. Erstens, weil ich schon erwähnt habe, dieses genetische Enhancement und Erziehung als strukturanaloge Prozesse, also die traditionelle Erziehung, könnte so durch eine durch den Eltern in bestimmten Rahmen gesteuerte Erziehung der Gene unterstützt werden. Zweitens, die genetische Analyse als unterstützende Voraussetzung der Erziehungsprozesse. Um die Fähigkeit der eigenen Nachwuchses besser zu erkennen, könnte eine sorgfältige Genanalyse sowohl im erzieherischen Rahmen als auch hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge von enormem Nutzen sein, obwohl dies natürlich ein Anliegen ist, wo ganz wichtig darauf geachtet wird, dass es sich hier um elterliche Erziehung handelt. In dem Kontext, ich habe mir auch mal angesehen, was so von verschiedenen Webseiten da an Genanalyse bereits angeboten wird und welche Bereiche dort analysiert werden können. Also man kann natürlich das eigene genetische Material in verschiedenen Institutionen einchecken und bekommt dann teilweise für $500 schon eine genaue Analyse sozusagen der eigenen, der Wahrscheinlichkeit, bestimmte Krankheiten zu bekommen, wie man auf bestimmte Pharmaka reagiert, aber auch der Hinweis über einzelne Fähigkeiten, wie die Fähigkeit der Erinnerungsfähigkeit. Und das sind natürlich Informationen, die man im Rahmen der Erziehung auch etwa nutzen kann, um gezielt bestimmte Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen. In dem Kontext tritt natürlich eine große Vielzahl von ganz zentralen Herausforderungen auf. Und das ist ein Punkt, der mir persönlich, und ich denke, das ist ein Punkt, über den wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel diskutieren werden, weil ich habe auch keine Antwort auf diese Frage, aber das ist die Frage, das ist auch ein neuer Begriff der Bio-Privacy oder Bio-Privacy, Bio-Privatheit. Die Frage ist nämlich, wenn wir mal so diese genetischen Informationen, und die werden ja bereits jetzt, schicken viele Leute freiwillig ihre Zellen, um DNA analysieren zu lassen, solchen Institutionen zu. Wenn natürlich dieses Material dann bei Institutionen vorherrschend ist, bei denen ein anderer nicht-europäischer gesetzlicher Hintergrund ist, dann können Sie diese Informationen auch leicht an Versicherungsorganisationen zum Beispiel weiterverkauft werden oder an mögliche Betriebe, bei denen man sich bewirbt, spätere Arbeitgeber. Und die haben natürlich ein großes Interesse daran zu erfahren, was für mögliche Krankheiten die betroffene potenzielle Versicherte bzw. Angestellte einmal haben wird. Das heißt aber, das Problem betrifft dann noch nicht einmal die Person, sozusagen das Individuum, das das Material eingeschickt hat, sondern das Unternehmen erfährt außerdem noch etwas über die genetische oder die Wahrscheinlichkeit bestimmter Krankheiten vom Bruder oder der Schwester des Betroffenen, über die Familie, weil natürlich ein Großteil der Gene geteilt wird. Deswegen, da ist ein enormes Interesse, gerade von Firmen, die jemanden anstellen, beziehungsweise von Versicherungsangestellten. Deswegen ist diese Frage der Bioprivacy für mich eine ganz wichtige und zentrale, über die wir in den kommenden Jahren enorm viel nachdenken müssen. Der wichtige Punkt aber jetzt für die Meta-Humanities ist die Berücksichtigung nicht-dualistischer Einsichten im Unterricht, wie etwa der Auflösung der Gen-Umwelt-Unterscheidung in der Epigenetik, der Bioart, der Evolution, Erkenntnistheorie, Ästhetik, Ethik oder Ökonomie. Embodied Theories of Mind, neuen Arten von Spiritualität und Mystizismus, nicht-dualistischen Konzepten von Rechten und Würde, revidierten Familienverhältnissen, immanenten Auffassung des guten Lebens, der Bedeutung der Kulturgeschichte für Normen und Werte, nicht anthropozentrische Ontologien und das Bemühen um eine Vermeidung des Speziesismus. Über jeden der einzelnen Punkte könnte man natürlich einen ganzen Vorschlag halten. Dieser Vorschlag fordert nicht,
dass dualistisches Denken aus dem Unterricht verbannt werden soll. Vielmehr betont er die Relevanz der Integration des nicht-dualistischen Denkens im Unterricht oder auch im Studium und die Ergänzung der vorhandenen Curricula durch diese Dimension. Anhand des Beispiels der Geburt und des Todes dualistischer Medien lässt sich auf besonders anschauliche Weise die außermediale Relevanz von Medien verdeutlichen. Das ist jetzt nur ein sehr spezielles Beispiel, das ich kurz erwähnen möchte. Speziell die Geburt des antiken Dramas im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt manifestiert die Entstehung von Dualismen auf explizite Weise. Mit dem Prozess der Institutionalisierung sind auch entscheidende räumliche dualistische Strukturierungsmaßnahmen etwa hinsichtlich der Theaterarchitektur aufgetreten. Vor der Institutionalisierung des Theaters fanden Gesänge im Rahmen von dionysischen Festspielen statt, wobei damals Sänger, Tänzer und Mitfeiernde nicht räumlich voneinander getrennt waren, sondern in einem gemeinsamen Pult sangen, tranken und feierten. Durch die Institutionalisierung entstand ein Theaterbau mit einer Bühne und einem Zuschauerraum, sodass sich eine rigide dualistische Trennung zwischen Schauspielern und Publikum herausbildete. Jedoch entstanden noch weitere Dualismen in diesem Kontext. Die Trennung zwischen Publikum und Schauspieler ist hier zu nennen, wobei die Zuschauer sich in einem auf der Bühne zugerichteten und ansteigenden Halbkreis befanden, der jedoch klar von der Bühne abgetrennt war, sodass die Schauspieler ungestört ihren Aufgaben nachgeben konnten. Eine weitere klare Trennung wurde zwischen dem Chor und den Protagonisten eingeführt. Einerseits entstand ein Chor, dessen Aufgabe es war zu singen und zu tanzen, andererseits gab es Schauspieler, die ihre Rollentexte zu rezitieren hatten. Diese Dualismen wurden durch die Architektur der antiken Theater noch verstärkt, die so strukturiert waren, dass die kategorialen Dualismen verfestigt und visuell untermauert wurden. Diese Dualismen waren vor der Institutionalisierung des Theaters unbekannt, entstanden jedoch mit der Erschaffung des Dionysos-Theaters in Athen während des 6. Jahrhunderts vor Christi. Ein analoger Prozess fand Zeiten auch in der Philosophie statt, da Platon damals die Ideenwelt klar und rigide von der materiellen Welt trennte. In der Philosophie wurde diese Innovation in der stoischen Philosophie weiterentwickelt, insofern nun die Vernunftseele allen Menschen zukam und diese Einsicht auch eine ethische Relevanz erhebt. Ein dritter entscheidender Schritt vollzog sich im Denken Descartes, mit dem Tiere und Pflanzen als Maschinen und rein materielle Entitäten ohne Seele aufgefasst wurden, wodurch der Prozess der Substanzdualisierung noch weiter bekräftigt wurde. Dieses Denken lässt sich, wie vorab bereits angedeutet, auch noch in der Philosophie Kants vorfinden. Erst durch Darwin, Nietzsche, Wagner, Jung entwickelte sich ein Denken, das der Nicht-Dualität wieder eine stärkere Bedeutung hat zukommen lassen. Diese Entwicklung lässt sich auch an gegenwärtigen Medienphänomenen treffend verdeutlichen. Anhand des Schaffens der Medienkünstler im weiten Sinne, Kevin Warwick, Dale Herrickstead und Jaime Del Valle, skizziere ich drei unterschiedliche Varianten von nicht-dualen Medien an. Kevin Warwicks Entwicklungen stehen in besonderer enger Verbindung mit dem Transhumanismus. Dale Herricksteads Mediengration verdeutlichen posthumanistische Überlegungen, und Heine Del Valls Metaformances repräsentieren zentrale metahumanistische Positionen. Zwar unterscheidet sich der hier thematisierte Transhumanismus in zahlreichen Aspekten vom Post- und Metahumanismus, doch bestehen mehr Gemeinsamkeiten zwischen diesen gegenwärtigen philosophischen Grundauffassungen, als dies auch von Vertretern der unterschiedlichen Positionen gerne anerkannt wird. Sie alle sind nämlich darum bemüht, das Verständnis des Menschen als einer kategorial-dualistischen Entität zu überwinden. Da sie unter anderem aufgrund von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen daran zweifeln, dass der Mensch aus einem materiellen Leib und einer immateriellen Seele besteht. Posthumanisten geht es weiter um eine Rekonzeptionalisierung des Menschen. Das primäre Anliegen von Transhumanisten ist die Bejahung von Enhancement-Techniken zur Überwindung des Menschen. Und Metahumanisten kritisieren an Transhumanisten zahlreiche in ihren Forderungen enthaltene universalistische Gültigkeitsansprüche und an Posthumanisten die Anwendung der Bemühungen um Nicht-Dualität in nicht letztbegründeten Bereichen, wo dieses Denken nicht unbedingt angemessen ist. Ohne hier die feinen Unterschiede zwischen diesen Denkansätzen genauer erörtern zu können, so offenbart das Schaffen der genannten Künstler
ein Ringen um Nicht-Dualität in den Medien, um die während der Geburt des antiken Dramas entstandenen Strukturen zu überwinden. Kevin Warwicks Arbeiten, Kevin Warwick ist wirklich einer der faszinierendsten und wichtigsten Ingenieure unserer Zeit. Es lohnt sich da mal auch im Internet noch ein bisschen weiter nachzuforschen. Er bis vor kurzem an der University of Reading unterrichtet, ist jetzt aber noch der Dekan in einer anderen Universität geworden. Kevin Warwicks Arbeiten zeigen deutlich die Möglichkeit der neuesten Technologien, bejahen die Entstehung dieser Technologien und weisen auf ein nicht-dualistisches Menschenbild hin. Eine bekannte Innovation von ihm macht die verschiedenen Facetten dieses Denkens besonders deutlich. Mittels einer von ihm entwickelten Gehirn-Computerschnittstelle verband er während eines Aufenthalts an der Columbia University in New York seine Gedanken via Internet mit einem Computer in seinem Labor an der University von Reading, der wiederum an einem mechanischen Arm angeschlossen war. Also mittels Gedanken, während er sich in New York befindet, sendete er Signale über einen Computer, über das Internet an einen weiteren Computer, der dort mit einem mechanischen Arm verbunden war. Und an diesem Arm befand sich eine Hand mit bestimmten Sensoren. Diese Hand oder der Arm wurde dann hin zu einem Tisch gesteuert. Also der Hand ergriff den Tisch und die darin befindlichen Sensoren nahmen die Oberfläche des Tisches wahr und sendeten die Signale über das Internet an Warwicks Gehirn. Dieser konnte also in New York spüren, die Berührung des Tisches in New York sitzend bewusst wahrnehmen. Niemand vor ihm wagte ein solches Experiment und noch bevor es an Menschenaffen ausprobiert wurde, wagte er den Selbstversuch. Es bestand durchaus das Risiko, dass der Feedback-Mechanismus die Ordnung in seinem Gehirn hätte zerstören können. So konnte er jedoch die Möglichkeiten dieser Art von Technologie aufzeigen und deutlich machen, dass die kategorialen Unterscheidungen zwischen Geist und Körper und anorganischen und organischen Substanzen aufgeweicht werden sollte. Mit digitalen Medien arbeitet hingegen der Medienkünstler Dale Herrickstedt, der unter anderem für sein Mediendesign im Rahmen des Spielberg-Films Minority Report einen seiner 4 Emmys gewann. Wir haben zusammen im letzten Jahr TED-Vorträge in Rom gehalten, sollte ich ihn auch kennen wieder. Er hat eine Technologie entwickelt, mit der er mittels einer Smartphone-App auf einem 3D-Fernseher im dreidimensionalen Raum surfen und gleichzeitig Fernsehen und gleichzeitig das räumliche Verhältnis zwischen Fernsehbild und Internetinformation verändern kann. Das ist eine Technologie, die seit diesem Herbst auch für manche, für bislang, glaube ich, 2000-3000 Menschen käuflich erwerbbar ist. Später soll diese Technologie mittels Gestensteuerung bedient werden, wobei ein Sensor die entsprechende Muskelspannung analysieren soll, um die entsprechenden Signale wahrzunehmen und den Steuerungshinweise umzusetzen. Der 3D-Bildschirm soll in einem weiteren Schritt durch die 3D-Brille abgelöst werden, die wiederum durch eine Kontaktlinse bzw. ein Augenimplantat ersetzt werden soll. Auf diese Weise befindet sich der Wahrnehmende innerhalb der dreidimensionalen digitalen Raums, wodurch die traditionelle dualistische Anordnung zwischen Wahrnehmenden und medial wahrgenommen wird komplett aufgehoben. Schließlich sei noch der Transgender Cyborg, wenn ich das buche, dann kann ich gerade das... Der Transgender Cyborg Jaime Del Valle, der sich hier auch am Titelbild befindet. Eine Metaphorm des spanischen Künstlers Jaime Del Valle erwähnt. Mittels der eine große Anzahl von metahumanistischen Positionen wiederum verdeutlicht werden könnte. Er hat gerade ein großes EU-Projekt, das mit mehreren Millionen von der EU gefördert wird, etablieren könnte, einer Kooperation mit über 20 Forschern aus verschiedenen Bereichen aus der ganzen Welt. Und innerhalb dieses Projekts hat er die Aufgabe, ein Metabody zu erstellen. Das ist eine Interaktion gerade zwischen Körper und den neuesten Techniken. Und das soll letztendlich ein Kunstwerk ergeben, mit dem man herumreisen kann, das ausgestellt werden kann und mit dem sich so der Betrachter sich interaktiv oder direkt in Verbindung mit dem Metabody auf die verschiedenen Herausforderungen der neuesten Technologien deutlich wird. Hier soll das Element des nicht-dualistischen Eingebettetseins im Rahmen dieser Metaformance in der Welt herausgegriffen werden. Jaime Del Valle hat eine Apparatur entwickelt, die an seinem ansonsten nackten Körper befestigt wird.
Bei dieser handelt es sich um zahlreiche Miteinander und mit einem ebenso an seinem Körper befestigten Projektor verbundenen Kameras, die seinen Körper auf postanatomische Weise aufnehmen. Die einzelnen Perspektiven werden einzeln über einen Projektor, der sich vor seiner Brust befindet, an die ihm umgebenden Wände projiziert. Gleichzeitig gibt er mittels einer Mikrofons über Lautsprecher, die sich auf seinem Rücken befinden, akustisch veränderte Laute von sich, die spezielle metasexuelle Aspekte seiner Metaformance unterstreichen. Auf diese Weise zieht er umher und interagiert mit anderen mit den postanatomischen Abbildungen seines Körpers. Da die Wandprojektionen extreme Vergrößerungen von Aspekten seines Körpers darstellen, sind sehr langsame Körperbewegungen in großen Projektionen wesentlich schneller als im Original. Da alles, was einen umgibt, wiederum eine Wirkung auf einen selbst hat, so trifft dies auch auf die postanatomischen Abbildungen seines Körpers zu. Er interagiert quasi mit sich selbst und weist auf diese Weise auf die beständige Interaktion von allem mit allem hin. Alles verändert sich ständig in jedem Bezug und ist damit im kontinuierlichen Austausch mit allem anderen innerhalb dieser Welt, die nicht als dualistisch interpretiert werden sollte, da das beständige Fließen nicht auf plausible Weise durch eine Weltvorstellung mit diskreten Objekten und Subjekten gedeutet werden kann. Die hier angeführten Beispiele für die Entstehung von Dualität und Nicht-Dualität innerhalb der Mediengeschichte skizzieren die Relevanz eines speziellen Phänomens, das im Rahmen der Meta-Humanities unterrichtet werden sollte. Analoge Prozesse lassen sich in den unterschiedlichen lebensweltlich relevanten Themengebieten aufzeigen. Ich habe ja die vorhin schon kurz angedeutet. Hier sollte nur verdeutlicht werden, was es bedeuten kann, nicht dualistisch denken, hier im speziellen Bereich der Medienkunst im Unterricht zu berücksichtigen. Anhand der in diesem Überlegung genannten 12 Pfeiler habe ich die von mir vertretene schwache Variante des Transhumanismus kurz skizziert. Andere Transhumanisten vertreten oft wesentlich stärkere Konzepte des Transhumanismus, wobei insbesondere die Hoffnung auf das Mind-Uploading und die Superintelligenz besonders weit verbreitet sind. Häufig wird sogar von einer moralischen Pflicht gesprochen, die bezüglich der Anwendung bestimmter genetischer Veränderungstechniken bestehen soll. Diese Hoffnung und Zielsetzung stehe ich eher kritisch gegenüber, weshalb die von mir vertretene Variante eher eine schwache Form des Transhumanismus darstellt. Die hier vorgeschlagenen Überlegungen sollten meiner Meinung nach jedoch in einer liberaldemokratischen, pluralistischen Gesellschaft unbedingt berücksichtigt und rechtlich umgesetzt werden. In jedem Fall repräsentieren die angesprochenen Überlegungen und Entwicklungen einen Bruch mit lange vorherrschenden kulturellen Strukturen, die noch immer stark verankert sind, jedoch an Plausibilität enorm eingebüßt haben, woraus die Notwendigkeit entstanden ist, die neuen kulturellen Vorstellungen auch verstärkt institutionell anzuerkennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.